Kennt ihr die Geschichte von dem Typen, der dachte, dass der Feuerwehrmann ein Brandstifter sei? Zugegebenermaßen kein sehr guter Witz. Und selbst wenn er es wäre, schaffe ich sowieso immer die Pointe zu versauen. Die Leute denken normalerweise, dass ich versuche witzig zu sein, wenn das eigentlich nicht der Fall ist und umgekehrt. Naja, auf jeden Fall. Die Pointe ist dann in etwa, jedes Mal, wenn es irgendwo brennt, ist er auch da. Ja, nicht wichtig. Vergesst es einfach, wenn ihr wollt. Es war nur etwas, das mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Jerry deckte Rosa mit einer Decke zu und unternahm jeden Versuch, es ihr so bequem wie möglich zu machen, während ich versuchte, O'Brien die Situation zu erklären. Also, du willst mir erzählen, dass in dieser Gefrierkammer ein böser Doppelgänger ist? Ja. Woher weißt du, dass es das ist? Ein magisches Radio und ein Monsterjäger haben es uns erzählt. Ich weiß es einfach. Ich brauche mehr als das, um hier weiterzumachen. Bitte, geh einfach nicht in die Gefrierkammer, bis Hilfe eingetroffen ist. Du kannst bestimmt noch ein paar Stunden warten, oder? Ich konnte ihr ansehen, wie sich die Zahnräder in ihrem Kopf drehten und fragte mich, ob sie mich eventuell für verrückt hielt. Oder ob sie im Begriff war, uns unser Fleisch abzureißen und sich von unseren Schmerzen zu nähern. Ich meine, wenn das hier in Wirklichkeit der Gestaltwandler war, dann gäbe es für ihn keine bessere Gelegenheit, uns abzumurksen. Zwei waren in der Gefrierkammer eingesperrt, eine war bewusstlos, ich war noch nie besonders gut im Kämpfen und Jerry war... Nun ja, Jerry. Offensichtlicherweise hat sie mich weder getötet noch gefressen. So war ich also gezwungen anzunehmen, dass das wirklich die Original-O'Brien und diejenige in der Gefrierkammer das Double war, aber meine Sicherheit, was solche Aussagen anging, beziehungsweise eigentlich über alles andere, was sonst so real sein könnte, hatte bereits den Nullpunkt erreicht und grub fleißig weiter nach unten. Ein paar Scheinwerfer erhellten den Raum und wir blickten beide nach draußen auf das Schneeräumfahrzeug, das auf den Parkplatz fuhr. Ich konnte es nicht glauben. Die Kavallerie war früh dran. Nach meiner Erfahrung kann an der Tankstelle alles passieren. Aber mal im Ernst. Das passiert nie. Die Kavallerie bestand aus Sol Berthelot, der pensionierte Schulbusfahrer und Besitzer bzw. Betreiber des einzigen Schneepflugs der Stadt. Er muss wohl Pläne für Weihnachten gehabt haben, denn die Leute hier sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie vorzeitig fertig werden. Vor allem nicht Sol und vor allem nicht, wenn der Steuerzahler dafür blecht. Aber heutzutage nehme ich meine Wunde, wo ich sie kriegen kann. Sol parkte das Fahrzeug neben Pumpe 2, hupte ein paar Mal und winkte mir zu. O'Brien sagte das Offensichtliche. Ich denke, der Wechsler will, dass du die Pumpe einschaltest. Er weiß, dass die Pumpen ohne Strom nicht funktionieren, oder? Niemand von uns wollte die Tür öffnen und wieder in die eisige Kälte zurück, aber als die Pumpen nach ein paar Sekunden nicht auf magische Weise angeschaltet wurden, entschied Sol, dass es eine gute Idee wäre, so lange auf die Hupe zu drücken, bis jemand herauskam, um ihm weiterzuhelfen. O'Brien kramte ihren Autoschlüssel hervor und ging zur Tür. Wohin gehst du? Fragte ich, stolperte ihr nach und versuchte mein Bestes, damit es nicht so klingt, als hätte ich vermutet, dass sie auf dem Weg wäre, ihn zu töten und sein Fleisch herunterzureißen. Ich habe einen Benzinkanister im Kofferraum. Ich wollte ihm helfen, wenn das für dich in Ordnung ist, Jack. Ich fühlte mich plötzlich sehr klein. Es ist schon schlimm genug, dass ich meinen eigenen Augen, Erinnerungen oder meinem Verstand nicht vertrauen kann. Es ist umso schlimmer, meinen Freund nicht vertrauen zu können. Wartet eine Sekunde, sagte Jerry kurz bevor O'Brien die Tür aufmachte. Du hast Jack gerade Jack genannt. Und? Fragte sie. Jerry sah mich an und warf seine Hände in die Luft. Deine einzige Grundlage, um die andere O'Brien in die Gefrierkammer einzusperren, war, dass sie dich Jack genannt hat. O'Brien schüttelte den Kopf und blickte mich an. Ich nenne dich die ganze Zeit Jack. Es ist dein Name, Vollpfosten. Öffnet nicht die Tür. Hinter Jerry schwebte Rosa mit zurückgerollten, pupillenlosen weißen Augen. Er blickte zu ihr zurück und sagte beiläufig, Na sowas. Sie schwebt wieder. Es ist nicht sicher. Etwas hat euch gefunden. Es wartet, hungrig, draußen. Sie begann langsam ein paar Zentimeter weiter in die Luft zu steigen, bis Jerry sie in der Taille packte. Muss sie an einen Stuhl oder einen Türknopf oder so binden. Weißt du noch, wo Benjamin den ganzen Paracord gelassen hat? Da ist etwas auf dem Dach. Ich schaute ihr in die Augenpartie und fragte, Nun... Meinst du das wie ein metaphorisches Etwas auf dem Dach? Ihr Narren, da ist etwas auf dem Dach. Rosa zeigte durch die Glastüren auf die Überdachung über den Zapfsäulen auf das Ding, das sich über den Rand lehnte und den Schneepflug anstarrte. Was folgt, ist eigentlich ziemlich schwer zu beschreiben. Als wir es sahen, hatten wir drei einen gemeinsamen Moment, eine animalisch-instinktive Reaktion wie ein
tritt in die Eier der Seele. Vor diesem Moment hatte ich einige Dinge gesehen. Wirklich bizarre Dinge, die viele Leute vielleicht als schrecklich bezeichnen würden. Meine eigenen freiliegenden Knochen, ein Clan von FKK-Zombies, ein Hybrid aus einer Schlange und einer Spinne. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, diese Dinge aufzulisten, aber mein Punkt ist, dass ich hiernach mein Konzept von schrecklich komplett überarbeiten musste. Das Bild dieser Kreatur, das ist nicht einmal das richtige Wort dafür, wenn die menschliche Sprache überhaupt zu einem fähig ist, war etwas, das Augen nie sehen sollten. Es zwang unseren Verstand statt in eine Kampf- oder Fluchtreaktion in eine dritte Option, als ob mein Gehirn einfach aufgab und sich in die Hose schiss. Wir sagten gleichzeitig: Verdammt! Rosa fiel mit geschlossenen Augen in Jerrys Arme und er ließ sie wie ein Sack Hundefutter auf den Boden fallen. Unsere Blicke waren alle auf die schreckliche Bestie auf der Pumpenüberdachung fixiert. Ihr Kopf war so groß wie ein Strandball, mehr oder weniger geformt wie ein riesiger Schädel. Die Augen sahen aus wie eingesunkene Holzkohlebriketts, die sich nicht gleichzeitig mit dem Rest des Körpers mitzubewegen schienen, als wären sie aus waberndem Rauch. Es besaß zwei Nasenlöcher über einem halboffenen Mund, der gefüllt mit ungeordneten Reihen von gezackten, kreideweißen Zähnen war, die an einen Hai erinnerten und von denen jeder etwa so groß wie mein Daumen war. Es hatte außerdem noch zwei spiralförmige Hörner, beide mindestens einen Meter lang, und sie sahen aus, als wären sie aus glänzendem schwarzem Marmor. Die Klauenhände des Dings endeten in spitzen Krallen, die schwärzer als schwarz waren. Seine Haut ähnelte Verbrennungen dritten Grades mit rosafarbenen Ablagerungen von Narbengewebe, die auf Schichten von riesigen, faserigen Muskeln aufgeklebt waren. Was besonders bemerkenswert war, war, dass wir das Vieh in seiner ganzen monströsen Herrlichkeit sehen konnten, wie es sich gegen den Nachthimmel abzeichnete, obwohl es keine andere Lichtquelle als den Schneepflug gab. Unsere Augen empfingen eine ganz neue Wellenlänge außerhalb des normalen sichtbaren Spektrums und das kam alles von diesem Ding. Dreimal verflucht, rief Jerry und brachte damit den Rest von uns vorübergehend wieder in die Realität zurück und rettete uns aller Wahrscheinlichkeit nach davor, das zu verlieren, was von unserem Verstand übrig geblieben war. O'Brien fiel zu Boden und begann heftig zu kotzen. Hey! Schrie Saul aus einem Flug. Habt ihr noch Benzin oder was? So sehr ich auch nicht aus diesen Türen herausschauen wollte, musste ich es tun. Saul war im Begriff, etwas zu tun, von dem er keine Ahnung hatte, dass es der größte Fehler seines Lebens sein würde. Mich beschleicht das Gefühl, dass ich euch ein wenig mehr über Saul erzählen sollte. Als ich noch zu jung war, um selbst fahren zu dürfen, musste ich jeden Morgen um 5.30 Uhr fast einen Kilometer zur Schulbushaltestelle laufen. Mein Haus befand sich in der Nähe von Sauls Jagdlager, wo er auch den Schulbus parkte, sodass ich immer der Erste im Bus war. Er würde aber auch einfach ohne mich fahren, wenn ich mal zu spät dran war. Aber je nachdem, wie verkatert er war, konnte er manchmal erst um 6.30 Uhr oder 7 Uhr losfahren. Was bedeutete, dass ich bis zu anderthalb Stunden lang in der Mitte eines Feldes neben der Straße warten musste, immer zu der Zeit, wenn auch die Moskitos anfingen aufzuwachen. Nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, wurde er ein viel unerträglicher Alkoholiker und seine Kinder kamen mit blauen Flecken und gebrochenen Zähnen zur Schule. Er verbrachte manchmal Stunden an der Tankstelle, füllte immer wieder die gleiche Tasse Kaffee auf und predigte jedem, der ihm zuhören wollte, welche Gruppe von Menschen diesmal das Land ruinieren würden. Einmal tauchte sein Name in der Übertragung auf. Es gibt einen Mann, Saul Berthelot. Er weint allein im Hochsitz. Sein Blutalkoholgehalt ist 0,310. Er besitzt 42 Schusswaffen. Seine Lieblingsfarbe ist lila. Ich schätze, mein Punkt, wenn ich überhaupt einen habe, ist, dass Saul ein beschissener Busfahrer, ein beschissener Ehemann und Vater, ein beschissener Kunde, eine beschissene Person und wahrscheinlich auch ein beschissener Jäger war. Er war eigentlich wie die meisten Leute in dieser Stadt, aber trotzdem wollte ich nicht zusehen, wie ihm die Haut abgerissen wurde. Ich ging zu den Vordertüren und schob sie gleichzeitig auf, als Saul aus seinem Fahrzeug stieg. Ich rief: Bleib in deinem Auto! Entweder hatte Saul mich nicht gehört oder er entschied sich, mich zu ignorieren und stattdessen den Rest seiner Natty Light Dose leer zu trinken, bevor er sie in den Schnee warf. Saul, setz dich wieder in deinen Wagen! Es gibt ein Gasleck oder sowas! Er war ein paar Meter vom Schneepflug entfernt, als er mich ansah und zurückschrie. Fick dich! Ich muss pinkeln! Die Kreatur schnellte vom Rand der Überdachung nach vorne, streckte ihren linken Arm mit der Geschwindigkeit einer zuschnappenden Mausefalle nach unten, packte Saul an den Bein und zog ihn hoch in die Luft. Das Vieh hielt Saul, der kopfüber herunterbaumelte, schrie und fluchte, dicht vor sein Maul.
Saul hatte großes Glück, dass er immer eine geladene Pistole in der Hose mit dabei hatte. Nicht, weil ihm das geholfen hätte, die Situation zu überleben. Nein, er ist tot. Also, so richtig, mega tot. Aber zumindest rettete ihn der Revolver vor dem, was für das Ding auf dem Vordach ein Qualenschmaus gewesen wäre, da ich inzwischen geschlussfolgert hatte, dass das Ding wohl der tatsächliche Dämon Sargot war. Er schoss ein paar Kugeln in das Gesicht des Dämons, aber die Waffe eines Sterblichen war so wirkungsvoll wie ein Bienenstich und alles, was sie tat, war den Dämon so sehr zu verärgern, dass er Saul mit voller Kraft gegen den Betonboden schlug. Als er den Mann wieder hochhob, baumelte sein gebrochener Körper leblos in der Hand des Monsters. Mit der anderen Hand piekste er Saul ein paar Mal, dann schnitt er ihn mit einer Kralle auf und vergoss sein Blut über den Schnee. Was letzte Worte angeht, so ist: Fick dich, ich muss pinkeln. Wahrscheinlich nicht das, was man auf seinem Grabstein haben möchte. Ich fühlte, wie ich an meinem Hemdkragen nach hinten gezogen und auf den Boden der Tankstelle geworfen wurde, bevor O'Brien die Türen zuzog und abschloss. Ja, gute Idee. Schließ die Tür ab. Dieser Riegel wird sicherstellen, dass die 6 Meter große Dämonenkreatur nicht ins Innere kommt. Sie zog mich auf die Beine und sagte nur ein Wort. Waffen. Wir hielten uns so weit wie möglich von den Türen entfernt, während wir den Laden auf den Kopf stellten und nach allem suchten, was wir zur Verteidigung einsetzen könnten. Aber es war wirklich nur eine magere Ausbeute. Glasscherben, Stuhlbeine, ein paar Ersatzkrücken und 3 Taschenmesser. Im Fall, dass das Ding da draußen hinter uns her war, hatten wir nicht die Mittel, es zu töten. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Klagte O'Brien, als sie ein paar Flaschen unseres brennbaren Likörs zusammensammelte. Einfach so. Naja, antwortete Jerry, als er sein Taschenmesser an die Kante eines Stuhlbeins klebte. Er starb bei dem, was er liebte. Rumballern. O'Brien schüttelte vor Ekel den Kopf. Jerry bemerkte die Geste und fragte, oh, es tut mir leid. Waren du und der Typ näher bekannt? Alter, sagte ich. Ich weiß, dass die Anspannung hoch ist, weil es Weihnachten ist und so. Aber merkst du nicht die Stimmung? Ein Mann ist gerade gestorben. Na und? Sagte Jerry abwehrend. Alle 600 Millisekunden stirbt jemand. Wir können nicht funktionieren, wenn wir jedem Einzelnen von ihnen nachtrauern müssen. Werden wir wirklich so tun, als ob einer von uns wegen dem, was dem Redshirt passiert ist, traurig wäre? Wenn wir mal für eine Sekunde ganz ehrlich zueinander sind, ist der Wert des menschlichen Lebens hier draußen an der Tankstelle völlig überbewertet. Und von den 6 Menschen in diesem Gebäude ist Rosa wahrscheinlich die einzige von uns, die noch nie jemanden getötet hat. Er starrte mich und O'Brien an und wartete, dass wir ihm widersprechen. Wir alle standen einfach still da und versuchten darüber nachzudenken, was wir erwidern sollten. Aber es gab eigentlich wirklich nichts zu sagen. Trotz all seiner Makel konnte Jerry manchmal sehr Jerry-isch sein. Und ich vergesse gerne mal, dass er, als wir uns zum ersten Mal trafen, versucht hat, mich für seinen Mörderkult zu rekrutieren. Naja, sagte ich schließlich. Es ist ja auch erst ihr erster Tag. Wir erlaubten uns ein kurzes, verlegenes Lachen, bevor wir uns wieder auf die Suche nach Waffen begaben. Ich kann nicht genau sagen, wie viel Zeit vergangen war, aber wir drei hatten jede Kiste in der Vorratskammer aufgerissen, als wir Rosa sprechen hörten. Hey Leute, was ist passiert? Wir blickten uns um und sahen sie an der Tür stehen, Souls Revolver in der Hand, auf den Boden gerichtet. Woher hast du die? Fragte O'Brien. Ich habe dieses Ding da draußen auf dem Boden gesehen. Wusstet ihr, dass da draußen ein Schneeraumfahrzeug steht? Woher hast du die? Fragte O'Brien, obwohl ich denke, dass sie alle die Antwort bereits kannten. Ich war draußen und hab's aufgehoben. Warum? Der Ärger in ihrer Stimme hatte einen Ticken zugelegt. Mach das nicht noch einmal. Warum nicht? Der Ärger in ihrer Stimme hatte noch mehr zugelegt. Mach dir keine Sorgen. Jerry sprang ein und sagte, du hast nicht zufällig ein schrecklich großes Höllenmonster gesehen, während du da draußen warst, oder? Sie blinzelte ihn an und sagte, nein, warum? Hast du eins verloren? O'Brien fuhr mit ihren Armen nach vorne und schnappte ihr die Waffe aus der Hand. Hey! Tut mir leid, ich wollte nicht jedem erklären, warum ich die Einzige bin, die jetzt eine Waffe haben sollte. Das ist fair. Ich war nicht mal wütend. Ich war jedoch verstimmt über den Plan, den sie danach vortrug. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und es gab eine Ressource, die wir bisher bewusst nicht genutzt hatten. Was auch immer noch im Innern der Gefrierkammer übrig war, wir würden Hilfe brauchen, um das Ding da draußen zu bekämpfen. Und ob es mir gefiel oder nicht, Spencer war gut im Überleben. O'Brien überprüfte den Revolver und stellte fest, dass wir noch 4 Kugeln übrig hatten. Das wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht genug. Der Deputy öffnete die schwere Tür mit der Waffe in der Hand, während der Rest von uns dicht hinter ihr mit unseren Taschenlampen stand.
Unsere Aufgabe war es, diese gemeinsam in die Augen von dem zu richten, das versuchen könnte, uns anzuspringen, sollte es soweit kommen. Wir wussten nicht, was uns erwarten würde, als wir die Tür öffneten. Aber das Erste, was wir sahen, war der leere Stuhl, an den Spencer geklebt worden war. Hallo? O'Brien rief in den Raum. Ist da drin noch jemand am Leben? Nach ein paar Sekunden ohne Antwort trat sie in die Gefrierkammer und ich bedauerte sofort, dass ich dem Plan nicht widersprochen hatte. Spencer sprang von neben der Gefrierkammertür hervor, packte O'Briens Hand, in welcher sie die Waffe hielt, und schleuderte den Deputy gegen die Wand. Die Waffe fiel klappernd zu Boden und wir alle versuchten, unsere Taschenlampen auf ihn zu richten, aber er war einfach zu verdammt schnell. Er trat mit einem festen Stiefel gegen Jerrys Solarplexus und beförderte ihn so gegen die Wand gegenüber der Tür. Dann packte er sich Rosa an den Haaren und zog sie in die Kammer. Bevor O'Brien überhaupt aufstehen konnte, hatte Spencer Rosa bereits im Würgegriff mit dem Bleistift, den wir für Inventurzählungen verwendeten, den er fest gegen ihren Hals drückte. Langweilt ihr euch ohne mich oder so? Verspottete er uns. Ich hielt meine Taschenlampe auf ihn gerichtet, während er langsam nach hinten ging. Die Handschellen des Deputy waren noch immer um seine Handgelenke gelegt, aber die Kette war gerissen und damit waren sie nicht mehr als ein paar ausgefallene Armreife. Alter, hör zu, fing ich an. Halt die Klappe, schrie er zurück. Ich sag euch, wie das hier ablaufen wird. Erst... Krach. Spencer ließ Rosa los und fiel hin. Sein Kopf prallte mit dem Boden zusammen und hüpfte etwas. Hinter ihm stand... Na scheiße, nicht schon wieder. Spencer, der die Waffe hielt, mit der er gerade den anderen Spencer erschlagen hatte. Die gleiche Taschenlampe, die das O'Brien-Double mit in die Gefrierkammer genommen hatte. Und die, wie ich gerade erst zu erkennen begann, die gleiche, exakte Taschenlampe war, die ich dem Donald Glover-Double früher in dieser Nacht gegeben hatte. Verdammt, sagte Spencer. Der Stehende. Sehe ich so aus? Ich bin ein echt sexy Motherfucker. Der Ausdruck auf seinem Gesicht änderte sich, als er etwas auf dem kühlen Boden entdeckte. Ich folgte seinem Blick und sah es. Sauls Revolver. O'Brien versuchte gleichzeitig mit Spencer die Waffe zu erreichen und sie kollidierten beide, bevor es einer von ihnen schaffte. Sie flogen in die Regale. O'Brien bekam den größten Teil des Aufpralls ab. Ich sprang in die Gefrierkammer und fühlte zunächst nur den ekelhaften, klebrigen Boden. Ich tastete im Dunkeln herum, bis meine Hände das kalte, schwere Stück Metall zu fassen bekamen. Ich richtete es auf Spencer, aber es gab keine Möglichkeit, dass ich einen freien Schuss bekommen würde. Besonders nicht mit Rosas unruhiger Taschenlampenhandhabung. Spencer warf O'Brien in den Drehstuhl und sie stürzte über ihn auf den Boden. Er wischte sich einen Bluttropfen vom Gesicht und machte einen Schritt auf mich zu, aber das war alles, was er schaffte, bevor ein anderer Körper aus der Dunkelheit hervorsprang und ihn von der Seite rammte. Hier wurde es nun noch verwirrender. Bleistift-Spencer landete auf dem Taschenlampen-Spencer und fing an, ihn hart, aber nicht hart genug zu schlagen. Im Handumdrehen hatte Taschenlampen-Spencer mit seiner Taschenlampe die Faust von Bleistift-Spencer abgewehrt, ihn dann auf den Rücken gedreht und angefangen, auf ihn einzudreschen. Ich hatte meine Waffe direkt auf sie beide gerichtet, völlig unsicher, was ich tun sollte. Ich sah O'Brien an und sagte, ich weiß nicht, wer der echte Spencer ist. Wen interessiert das schon? Schrie sie zurück. Erschieß sie beide! Taschenlampen-Spencer hielt inne. Er und Bleistift-Spencer sahen mich an und sagten, hä? Ich zögerte. Bleistift-Spencer stach den Bleistift in die Schulter von Taschenlampen-Spencer und drehte diesen. Taschenlampen-Spencer zuckte zurück und sprang von ihm runter. Genau in diesem Moment rief Jerry von der Öffnung der Gefrierkammer. Hey, Schmalhirn! Er hielt einen brennenden Molotow-Cocktail in der Hand, allerdings nicht für lange. Bevor ich Zeit hatte, schlechte Idee zu rufen, hatte er das verdammte Ding auf Taschenlampen-Spencer geworfen, der es in seiner verfickten Hand fing. Gerade als ich dachte, dass die Dinge nicht verrückter werden könnten, schlug Bleistift-Spencer die noch brennende Waffe hart genug, um sie zu zerschlagen und einen blauen Feuerball zu erzeugen, der den ganzen Raum für einen Moment erhellte, bevor er ausbrannte und uns alle im Dunkeln zurückließ, in der wir alle versuchten, wieder zu Atem zu kommen. Rosa zeigte mit ihrer Taschenlampe auf die Person, die aus der Gefrierkammer herausstürmte. Spencer stieß Jerry zur Seite, als wäre er aus Balance gemacht und verschwand dann durch die Hintertür. Nach ein paar Sekunden erinnerten wir uns alle daran, dass da noch ein Spencer im Raum mit uns war und rissen unsere Taschenlampen herum, um ihn zu finden. Zuerst sah ich mir an, wo er gerade gewesen war und fand nichts als Blutflecken und kaputte Regale. Dann zeigte ich auf O'Brien, dann auf Rosa, die auf dem Boden saß und eine Taschenlampe auf mich richtete, dann auf die andere Rosa, die direkt neben mir saß und eine identische Taschenlampe hielt.
Die Rosas krochen beide schnell zu den gegenüberliegenden Seiten der Gefrierkammer und starrten sich dann mit dem gleichen Blick des gefrorenen Schocks an, während O'Brien zwischen ihnen stand und sprach. Okay, also hier ist der Deal. Einer von euch ist der Gestaltwanderer. Das ist die, mit der ich gerade spreche. Wir sind nicht hergekommen, um dir weh zu tun. Wir sind hier reingekommen, weil wir deine Hilfe brauchen. Es gibt etwas außerhalb der Tankstelle, das gerade einen Mann getötet hat. Ich beobachtete ihre beiden Gesichter und erkannte es sofort. Eine Rosa sah zu O'Brien auf und fragte mit leiser Stimme: Jemand ist gestorben? Die andere wartete etwa eine Sekunde zu lange, um den Blick der Angst und Sorge auf dem Gesicht der echten Rosa nachzuahmen. Ich ging direkt auf den Gestaltwanderer zu und sagte: Erwischt. Sie sah mich mit diesem niedlich unschuldigen »Was habe ich denn getan?« Blick an, aber das konnte mich nicht täuschen. Und dann verwandelte sich ihr Gesichtsausdruck in ein schiefes Lächeln, dann kicherte sie. »Hey, was kann ich für dich tun? Du hast mich erwischt.« »Also«, fing ich an, »wer ist Sargot?« Sie stand auf, als sie antwortete. »Oh, ich bezweifle nicht, dass du eine Menge Fragen hast, aber ich habe nicht die Zeit oder den Wunsch, sie zu beantworten. Das war eine nette Ablenkung, aber wenn das, was du sagst, wahr ist, dann ruf die Arbeit.« »Du hättest jederzeit entkommen können, wann immer du wolltest?« »Das hatte ich bereits vermutet.« »Ja, aber ihr Menschen seid so interessante Kreaturen. Und ich brauchte etwas zu tun, um die Zeit zu vertreiben, bis Sargot auftauchte. Nun, ich gehe dann mal. Und wenn du aufwachst, wirst du dich an nichts davon erinnern.« Das Double winkte mit der Hand und O'Brien, Jerry und Rosa fielen alle bewusstlos auf den Boden. Ich schaute jeden von ihnen an, nur um sicherzustellen, dass sie noch atmeten. Dann wieder auf die Mimikry Rosa vor mir. »Nun, das ist wirklich seltsam. Aber es ist Zeit für dich, schlafen zu gehen.« Sie winkte wieder mit der Hand. Ich blinzelte ein paar Mal. »Was?« sagte sie. »Ich schlafe nicht«, erwiderte ich. »Ich dachte, ich hätte dir das gesagt.« »Du hast es Rosa vielleicht gesagt, aber ich kann keine Erinnerungen kopieren, Jack. Nur Stimmen und Gesichter.« »Wer bist du?« »Ich habe wirklich keine Zeit für...« Ich richtete den Revolver auf sie und drückte den Abzug. »Nun, ich weiß, dass das schlecht klingt und ich bin mir sicher, dass ihr moralischen Absolutisten da draußen wahrscheinlich denkt, ich hätte das nicht getan, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre.« »Nun, wisst ihr was? Das wart ihr nicht. Ich war es. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich angepisst. Nicht nur, weil dieses Arschloch uns verarscht hatte, uns als Köder benutzt hatte, um den echten Dämon herauszulocken und dafür gesorgt hatte, dass wir alle super paranoid aufeinander losgegangen sind, sondern auch, weil sie nach all dem, was ich in dieser Nacht durchgemacht hatte, einfach verkündete, dass ich der Einzige sein würde, der sich an all das erinnern können würde. Außerdem hatte ich bereits vermutet, dass eine Kugel in die Brust ihn nicht töten würde. Autsch! Er schrie und verwandelte sich direkt vor meinen Augen in O'Brien. Warum tust du das? Alles, was ich wollte, war dir zu helfen. Aber wenn ich dich erst töten muss, um an Sargoth zu kommen, dann werde ich das. Du bist nicht... Ich schoss noch einmal und zielte auf die zentrale Masse, so wie Benjamin es immer predigte. Die Kreatur verwandelte sich sofort daraufhin Jerry. Es lächelte und ich schoss wieder. Dann wurde es zu jemand anderem. Es wurde zu ihr, diejenige, die nicht genannt werden soll. Das Mädchen, das meine Träume verfolgen würde, wenn ich fähig wäre, welche zu haben. Die Kreatur sah mich an mit ihren grünen Augen und fragte: Nun, wirst du nochmal auf mich schießen? Ich seufzte und senkte die Waffe. Wozu das Ganze? Es änderte ein letztes Mal das Aussehen und dann war ich in meiner eigenen Gesellschaft und ich muss sagen, ich wusste nicht, wie schäbig ich langsam aussah. Ich brauchte dringend einen Haarschnitt. Die Ringe unter meinen Augen hatten ihre eigenen Schatten. Meine Wangenknochen wurden immer ausgeprägter und ich war noch dünner, als wenn ich in den Spiegel sah. Jack, ich werde dir etwas sagen, was ich noch nie einem Menschen gesagt habe. Für mich sind deine Leute wie Hamster. Ich fühle mich nicht gezwungen, den Menschen meine Handlungen oder Motivationen zu erklären, weil ihr so primitiv und unentwickelt seid, dass euer winziger Verstand sowieso nichts damit anfangen könnte. Okay, sagte ich. Das klingt fair? Es gibt keine Dämonen. Sargot liegt in meiner Verantwortung. Er schläft in einer Falte deines Universums, aber etwas hat ihn aufgeweckt. Noch nicht mal ich weiß was. Jedes Jahrhundert oder so muss ich ihn wieder zum Einschlafen bringen. Deshalb bin ich hier. Nicht um dich zu verletzen, sondern um zu helfen. Benjamin, falls du das hier gerade hörst, du lagst falsch. Mal wieder. Außerdem, fick dich. Die Legenden begannen vor langer Zeit mit einem Dämon. Die Leute sahen jedes Mal einen Gestaltwandler, wenn Sargot erwachte und sich nährte. Und schon bald verschmolzen uns die Menschen zu einer Kreatur. Oh,
sagte ich. Feuerwehrmann. Ich werde jetzt Sargon davon abhalten, deine Welt zu zerstören, Jack. Aber bevor ich das tue, gibt es noch eine letzte Information, die ich dir geben möchte. Wenn ich die Form von jemandem annehme, sehe ich keine Erinnerung, aber ich kann fühlen, was in ihm ist. In Ermangelung eines besseren Begriffs bin ich das, was eure Art einen Empathen nennt. Okay. Du und deine Freunde hier, ihr seid alle möglichen Arten von kaputt. Du bräuchtest eine Armee von Psychiatern, um die mentalen Slinkies in deinem Kopf zu entwirren. Danke, das ist nicht das, was ich sagen wollte. Dein abgefucktes Gehirn ist nichts allzu Besonderes, aber der andere? Spencer? Ich sah in ihn hinein und alles, was ich sehen konnte, war nichts. Absolut nichts. Das gleiche, was ich sehe, wenn ich auf einen Tisch oder einen Felsen schaue. In ihm ist nur eine schwarze Leere. Ja, antwortete ich. Ach, das wusste ich eigentlich schon. Ich trat einen Schritt zurück und ließ meinen Doppelgänger aus der Gefrierkammer und im Anschluss aus der Vordertür. Der Rest der Nacht verging ohne Zwischenfälle. Die anderen schliefen dort, wo sie hingefallen waren, aber ich versuchte es ihnen mit Decken und Kissen aus Tüten mit altem Brot bequem zu machen. Als die Sonne aufging, fing ich an aufzuräumen. Genug Müll, um 4 Säcke zu füllen. Dann begann ich Inventurverlustbescheinigungen für alles, was bei den Kämpfen beschädigt worden war, zu schreiben. Es ist erstaunlich, wie produktiv man sein kann, wenn man nicht schläft. Nachdem alles wieder in Ordnung war, saß ich auf meinem Stuhl hinter der Kasse und las etwa eine Stunde lang, während die anderen schliefen oder was auch immer der Gestaltwandler mit ihnen gemacht hatte. Unser erster Kunde kam kurze Zeit später in das Geschäft. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, von meinem Buch aufzuschauen, weil ich bereits ein Schild an die Tür gehängt hatte, auf dem stand, dass wir keinen Strom haben und kein Benzin verkaufen oder Karten oder Bargeld akzeptieren konnten und dass nichts funktionierte. Ich hatte meinen eigenen festlichen Touch am Rande hinzugefügt in Form der Zeichnung eines Weihnachtsbaumes. Der Kunde kam zur Kasse und unterbrach mich beim Lesen, als es gerade interessant wurde. Entschuldigung, haben Sie irgendwelche Pflaster? Ich blickte aus meinem Buch auf und sah, dass der Mann, der dort stand, Spencer fucking Middleton war. Komplett mit einem Bleistift, der noch aus seiner Schulter ragte. Ich griff schnell nach der Waffe, die ich auf dem Tresen gelassen hatte, und musste erkennen, dass sie nicht mehr da war. Spencer hob den Revolver und fragte, Was das, wonach du gesucht hast? Fühlt sich ein wenig leicht an. Dachtest du würdest mich mit dem ersten Schuss ausschalten? Ich machte langsam ein Eselsohr an die Seite und legte das Buch auf den Tresen, bevor ich fragte, Ist es möglich, dass du eigentlich nur der Gestaltwandler bist? Spencer schüttelte den Kopf. Eine Minute später waren wir wieder draußen im knietiefen Schnee hinter der Tankstelle. Spencer drückte den Lauf der Waffe gegen meinen Rücken und ging mit mir in Richtung des Waldes. Bevor wir dort ankamen, sagte er, Stopp. Dann sah er sich um und roch an der Luft. Er lächelte und zog ein langes Messer aus der Scheide an seinem Gürtel. Ja, das sollte funktionieren. Bist du Links- oder Rechtshänder? Warum? Fragte ich. Vergiss es. Er packte meine linke Hand und schnitt meinen kleinen Finger sauber ab. Dann packte er sich meine beiden Krücken und zog sie von mir weg. Ich fiel in die tiefe Schneedecke und drückte meine heftig blutende Wunde gegen meinen Bauch. Die heiße, nasse, austretende Flüssigkeit fühlte sich seltsam beruhigend an, als sie meinen Oberkörper erwärmte. Nichts Persönliches. Ich habe nur einen Köder gebraucht. Ich habe jetzt einen neuen Chef und er will, dass ich etwas ganz Besonderes einfange. Tu mir einen Gefallen und blute weiter. Es wird nicht lange dauern, bis das Ding deinen Geruch wahrnimmt. Und hey, wenn dieses Ding dich nicht tötet, lass ich dich am Leben. Er drehte sich um und begann davonzugehen. Hey Spencer, rief ich ihm hinterher. Er blieb stehen. Ja? Du bist ein Arsch. Er lachte und ging zurück zur Tankstelle mit meinen Krücken unter dem Arm. Ich legte mich auf den Rücken und blickte in den Himmel und hörte das vertraute Geräusch, wie sich die Tür der Tankstelle schloss, gefolgt von dem vertrauten Schabgeräusch, als der Riegel in Position gebracht wurde. Wenn ich wirklich überleben wollte, hieß es jetzt oder nie. Mit meiner guten Hand und meinem guten Bein schob ich mich nach vorne und hinterließ dabei eine schlampige Spur blutigen Schnees. Das Manövrieren würde in meinem Zustand gelinde gesagt schwierig werden und ich konnte spüren, wie meine Sicht nachließ, was momentan eine besonders schlechte Sache wäre. Wenn ich jetzt das Bewusstsein verlöre, wäre das mein Tod. Ich schaffte es, mich bis zur Seite der Tankstelle zu ziehen, bevor ich schließlich entschied, dass dies Zeitverschwendung war. Ich käme sowieso nicht hinein und selbst wenn, würde Spencer mich einfach wieder herausbringen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als auf ein weiteres Wunder zu hoffen. Hey Jack, was machst du hier draußen? Ich blickte auf, um meinen alten Freund Tom zu sehen, dessen weiße Haare perfekt zur verschneiten Landschaft passten.
Tom war der erste Deputy gewesen, den sie zum Babysitten zu uns geschickt hatten. Und der erste, der gestorben ist. Ich drückte meine blutige Hand unter meine Achselhöhle, um zu versuchen, die Blutung zu verlangsamen, während ich herausfinden wollte, ob ich einen Geist, eine Halluzination oder den Gestaltwandler sah. Ich merkte, dass ich es wirklich nicht sagen konnte. Spencer benutzt mich als Köder. Tom verwandelte sich sofort in einen 2,10 Meter großen, 200 Kilogramm schweren Samoaner, der mit Narben und Stammestattoos bedeckt war. Das schränkte die Möglichkeit auf Halluzination oder Gestaltwandler ein. Dieser Penner ist zurück, bellte er. Ja. Nun, schätze, ich muss ihm eine Lektion erteilen. Er hielt inne und drehte sich zum Wald um. Etwas da draußen bewegte sich knirschend durch den Wald. Das laute Geräusch von brechenden Ästen erfüllte die Luft, als es sich näherte. Die samoanische Gestalt kauerte neben mir und flüsterte. Tut mir leid. Sieht so aus, als hätten wir keine Zeit, dich hier rauszuholen. Sargoth hat dein Blut gerochen und jetzt ist er auf dem Weg zu dir. Das ist scheiße. Hör mir ganz genau zu. Es gibt eine Sache, die du über Sargoth wissen musst. Er hat eine Schwäche. Er kann dir nichts antun, wenn du ihn nichts ansiehst. Hast du verstanden? Nein. Schließ deine Augen. Egal was passiert, egal was du hörst, halte deine Augen geschlossen, bis du hörst, wie ich das Wort Salutem sage. Bis dahin wird er alles tun, was er kann, um dich auszutricksen, damit du deine Augen öffnest. Sobald du das getan hast, ist der Drops gelutscht. Er wird mit deinen Augenlidern anfangen. Hast du verstanden? Immer noch nicht. Der Gestaltwandler seufzte und sagte, mach die Augen zu. Genau dann habe ich es gesehen. Sargoth. Er preschte durch den Wald. Er war so groß wie die Bäume, schrecklich und menschenähnlich, mit einer Aura unvorstellbaren Terrors und einem Gesicht, das voller Dunkelheit und Hass war. Ich schloss die Augen und fühlte sofort eine gesegnete Erleichterung. Es ist alles in Ordnung, sagte eine süße, sanfte Stimme. Du kannst die Augen aufmachen, es ist sicher. Er wird alles tun, was er kann, um dich auszutricksen, damit du deine Augen öffnest. Nein, das ist schon okay so, sagte ich. Von hinten hörte ich O'Brien schreien. Jack, hilf mir! Er musste dich schon mehr anstrengen. Auf einmal fühlte ich, wie sie über mich krochen. Insekten. Sie zirpten und quietschten, als sie mein Hosenbein hinaufkrabbelten und unter meine Kleidung und sogar in meine Nase, Ohren und meinen Mund krochen. Ich würgte und schlug auf sie ein, drückte aber trotzdem meine Augen so fest ich konnte zu. Eine brennende Hitze schoss über mein Gesicht, als ich den Riesen aus einiger Entfernung schreien hörte. Öffne deine Augen und sieh dein Verdammnis, du Mage! Nein, danke! Schrie ich zurück. Dann fuhr er schweres Geschütz auf. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich am Fallen war. Es gab keine Erde unter mir, nur Luft, die gegen meine Haut peitschte, als ich nach unten, unten, unten stürzte. Es ist gut, dass ich so ein Feigling bin, denn ich denke, dass das Schließen der Augen in einer solchen Situation eigentlich meine natürliche Reaktion wäre. Nachdem ich eine Ewigkeit gefallen war, landete ich schließlich in einem warmen Meer. Es war im Begriff, wirklich schwer zu werden. Ich trat und schrie das Wasser um mich herum an, ohne zu wissen, wo oben oder unten war. Ich war mir sicher, dass ich im Begriff war zu ertrinken, aber trotzdem hielt ich meine Augen geschlossen. Irgendwann konnte ich spüren, wie ich aufstieg. Vielleicht war ja die Luft in meiner Lunge genug, um mich an die Oberfläche treiben zu lassen. Ich hielt mich so lange, wie ich konnte, zurück, bis meine Lunge von einem Schmerz erfüllt war, der fast so schlimm war wie der Tod, und trotzdem hatte ich die Oberfläche noch nicht erreicht. Das war's dann. Der Moment, in dem ich endlich sterben würde. Aber wenn ich schon gehen musste, würde ich diesem Mistkerl nicht die Genugtuung geben, zu wissen, dass er mich geschlagen hat. Ich hielt die Augen geschlossen, hob zwei Mittelfinger hoch und atmete tief ein. Was sich natürlich als Luft herausstellte. Sobald ich eingeatmet hatte, wurde ich zurück zu den schneebedeckten Fleckchen Erde neben der Tankstelle transportiert, völlig trocken und immer noch am Erfrieren. Die Luft stank plötzlich nach gekochten Eiern und die Stimme eines Mädchens sagte in mein Ohr, Salutem, du kannst deine Augen öffnen, Jack. Sargoth ist wieder da, wo er hingehört. Ich öffnete vorsichtig ein Augenlid und sah die unglaublich schöne Frau an, die neben mir stand, und fragte sie, also, er ist weg? Fürs Erste. Es ist interessant. Die meisten Leute halten es bei den Spinnen nicht mehr aus und machen die Augen auf. Aber du bist bis zum Meer gekommen. Ich erwarte nicht, dass dir das viel bedeutet, aber ich bin beeindruckt. Ein Metallpfahl brach durch die Mitte ihrer Brust. Sie fiel auf die Knie und hustete reichlich Blut. Sie blickte mit einem verwirrten Gesichtsausdruck auf das Ding herab und kippte dann zur Seite.
Die Stange war dünn, wie ein Pfeil, bedeckt mit gezahnten Haken, und als sie auf den Boden traf, konnte ich sehen, dass es sich tatsächlich um einen Speer handelte. Das andere Ende ragte von ihrem Rücken heraus. An diesem Speer war eine schwarze Schnur befestigt, die den ganzen Weg über den Vorplatz bis vor die Füße von Spencer Middleton reichte. Er ließ das Harpunengewehr fallen und pfiff für sich selbst, als er die Strecke bis zu dem Punkt ging, an dem der Gestaltwandler noch wirkte, noch zuckte und sich an der Stange festhielt, die sie aufgespießt hatte. Als er näher kam, begann sie sich zu verändern, von einer Form zur anderen. Ein riesiger Bodybuilder, ein olympischer Ringer, ein krankhaft adipöser Mann, ein Kind, Jerry, O'Brien, ich, Spencer, und dann begann er immer schneller zu wechseln. 10 verschiedene Menschen pro Sekunde, alle halten sich an den Speer und bluten an den Schnee. Es ging durch hunderte von ihnen, bevor er schließlich aufhörte und bei der Gestalt einer schwachen alten asiatischen Frau blieb. Klein und faltig, mit mehr weißen als schwarzen Haaren, in einer fötalen Position zusammengekauert, als Tränen über die Seite ihrer Nase in den Schnee rollten. Etwas sagte mir, dass, wenn der Gestaltwandler eine wahre Form hatte, ich sie gerade sah. Kämpf so viel du willst, sagte Spencer zu ihr. Dieser Speer besteht aus einer Wolfram-Silberlegierung. Du kannst es nicht herausziehen oder abbrechen. Du gehörst jetzt mir, und in einer Minute werde ich dich, tot oder lebendig, verkaufen. Er packte sie um den Hals und schleppte sie weg. Alles, was ich tun konnte, war, ihm dabei zuzusehen. Sie stellte Augenkontakt mit mir her, bis Spencer sie um die Seite der Tankstelle geschleppt hatte, und dann war es das. Ich war allein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Sogar das Atmen wurde langsam zu einer fast unmöglichen Aufgabe. Ich dachte darüber nach, wie seltsam das aussehen würde. Für Jerry oder O'Brien oder wer auch immer das Pech haben würde, mich hier draußen zu finden. Ich hielt meine 4-Fingerhand unter meiner Achselhöhle und starrte in den Wald. Das Blut im Schnee verschwand bereits unter frischem Schnee, und nach einer Stunde oder sogar weniger würde es so aussehen, als wäre nichts davon jemals passiert. Die Leute wussten, dass ich mentale Probleme hatte, also wäre das nicht einmal eine Nachricht für die Titelseite. Die einzige Kuriosität wird sein, ich frage mich, was mit seinem Finger passiert ist. Naja, es gibt sicherlich schlechtere Arten zu gehen. Besonders in einer Welt mit Monstern wie Sargot oder Spencer. Ich sah zu, wie die Schneeflocken fielen, und konzentrierte all meine Bemühungen auf die Arbeit, die es kostete, einen weiteren Atemzug zu machen. Und dann noch einen. Und danach noch einen weiteren. Es mag sinnlos sein, aber ich werde jede meiner letzten Sekunden nutzen. Und dann öffnete sich die Hintertür, und jemand kam zu mir herüber, packte mich am Hemdkragen und fing an zu ziehen. Er schleppte mich durch die Hintertür, und sofort spürte ich, wie das Blut wieder durch meine Venen strömte. Er schleppte mich den ganzen Weg zum Vorderteil des Ladens mit und ließ mich auf meinen Rücken fallen, bevor er sich neben mich hockte und lächelte. Ich hab dir gesagt, dass ich dich am Leben lasse, wenn ich bekomme, was ich will. Und ein Deal ist ein Deal, richtig? Ich atmete tief durch und versuchte, die richtigen Worte zu finden, um Spencer zu sagen, wie sehr ich ihn hasste. Aber ich konnte es nicht. Ich glaube, er wusste das auch so. Weißt du, Jack, vielleicht sollen die Dinge sich nicht ändern. Vielleicht sind die Dinge aus einem bestimmten Grund so, wie sie sind. Ich meine, es war für uns beide ein Auf und Ab. Wir haben beide hier in dieser Tankstelle so viele Freunde verloren. Kiefer, Carlos, Tom, dieses Jägerarschloch von heute Morgen. Aber am Ende des Tages sind nur 2 Dinge konstant. Du und ich. Du bist wie der beschissene Batman für meinen tollen Joker. Und mach dir keine Sorgen um den Gestaltwandler. Ich habe sie gerade an meinen neuen Chef übergeben, damit sie dich nicht mehr stört. Er starrte aus den Türen auf etwas, das ich nicht sehen konnte, und lächelte ein großes, selbstgefälliges, selbstzufriedenes Lächeln. Du hast recht, einige Dinge ändern sich nie. Zum Beispiel, dass du dich nie daran erinnerst, dass ich dir Zeugs aus deiner Tasche klauen kann. Hey Spencer, sagte ich, sobald meine Stimme zu mir zurückgekommen war. Ja, fragte er. Ich bin Rechtshänder. Ich drückte den Lauf des Revolvers gegen seinen Bauch und drückte ab. Sein Gesichtsausdruck war der von: Ich kann nicht glauben, dass dieser Scheiß gerade passiert ist. Er fiel auf seinen Arsch und sah auf die Waffe in meiner Hand und dann auf den schnell wachsenden Blutkreis auf seinem Hemd. Du kleines Stück Scheiße. O'Brien wachte endlich auf und rannte aus der Gefrierkammer in den Vorderraum und schrie: Was war das für ein Geräusch? Jack, geht es dir gut? Spencer packte seinen Bauch und schloss die Vordertüren auf. Ich versuchte, O'Brien anzuschreien, dass sie ihn verfolgen sollte, aber ich hatte wieder die Fähigkeit verloren zu sprechen. Und stattdessen schloss ich einfach meine Augen und wartete.
Ich musste in einem Krankenwagen fahren, was ziemlich cool war. Ich musste außerdem den Weihnachtsfeiertag freinehmen, was wohl am ehesten einem Weihnachtswunder für mich gleicht. Also tat ich es gerne. Die anderen kamen alle und besuchten mich im Krankenhaus in Schichten. Jemand musste schließlich an der Tankstelle bleiben. Und ich durfte sogar 10 Packungen Schokoladenpudding essen. Es gibt ja eine Krankenschwester, von der ich vermute, dass sie etwas für mich übrig hat, weil sie mir ständig extra Nachtisch erschleicht. Wieder mal steht im offiziellen Bericht, dass nichts Übernatürliches passiert ist. Souls verschwinden, meine Prügel, der Schaden an der Tankstelle und das ganze Blut wurden Spencer angelastet. Die anderen haben absolut keine Erinnerung an die Nacht und mir bleiben keine Beweise außer meiner notorisch wackeligen Erinnerung. Weshalb ich mich entschieden habe, alles aufzuschreiben, bevor ich etwas vergesse. Alles in allem war es nicht das schlechteste Weihnachten, das ich je hatte. Am ersten Weihnachtstag brachte mir die Krankenschwester ein ordentlich verpacktes Geschenk mit. Ich fragte, von wem es sei, und sie lächelte nur und sagte, dass jemand Besonderes es für mich abgegeben hatte. Ich packte es aus und öffnete die Schachtel, um eine andere, kleinere Schachtel zu finden. Ich habe auch diese ausgepackt, um eine weitere Schachtel zu finden. Und in dieser Schachtel war eine weitere, kleinere Schachtel. Die letzte Schachtel war klein genug, um in meine Handfläche zu passen. Jemand hatte sich dafür eine Menge Mühe gegeben und ich fing an, ein sehr unbehagliches Gefühl zu bekommen. Ich öffnete schließlich die letzte Schachtel und konnte meinen Verdacht bestätigen. In der letzten Schachtel waren 2 Dinge. Eine kleine Notiz auf einem Stück Papier und mein abgetrennter Finger. Auf der Notiz standen nur 3 Worte in einer getrockneten braunen Tinte. Frohe Weihnachten, Jack.